Also hinter der Idee, Zentren einzurichten, steckt die Vorstellung, dass es viel besser ist, wenn man das Expertenwissen von verschiedenen Leuten kombiniert. Das Besondere ist die Vernetzung aller Spezialisten. Und dass auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet. Das heißt, eben Internisten, Gastroenterologen, Pathologen, Chirurgen, Psychoonkologen und Radiologen. Es gibt eine Vielzahl von Fächern, die an einer solchen Behandlung eines Tumors beteiligt sind. Warum? Weil Krebs eine Sache ist, die nicht einer alleine behandeln kann. Da bedarf es der Zusammenarbeit vieler qualifizierter Personen. Das gesamte Therapiekonzept wird von uns Oberärzten bestimmt. Wir machen die Diagnostik, wir machen die Biopsie, wir machen den operativen Eingriff, wir machen die Nachsorge zum großen Teil auch mit. Aber für manch andere Geschichten wie Strahlentherapie zum Beispiel, für Chemotherapeutikern, da gibt es Kooperationspartner. Wir treffen uns regelmäßig einmal die Woche und besprechen besondere Fälle. Zum Telefon greift man ständig und in der Zeit ist eine echte Kooperation entstanden. Das liegt daran, weil es so viele Methoden gibt, so viele Spezialisten braucht es, um einen Menschen angemessen zu behandeln. Aber wer in diesem Dickicht sorgt für Klarheit? Da braucht man transparente Strukturen und eine Kooperation, die gewollt ist und die funktioniert. Und das ist ein Organzentrum. Ja, das Miteinander sprechen, Informationen, das sind wir wieder bei Informationen, ja. Das ist das ganz Wichtige. Ja, 2003 begann die Reise. Ich glaube, 2004 war die erste Zertifizierung. Ne? Und mittlerweile haben wir 11 Jahre Zertifizierung nach OncoZert. Das ist der höchste Standard in Deutschland. Das Besondere ist tatsächlich, dass niedergelassene Kollegen mit Krankenhausärzten kooperieren. Das nennt man intersektoriell. Also ein Zertifikat, das uns einen gewissen Qualitätsstandard bescheinigt, das muss alle umfassen. Die Zertifizierung wird immer für alle gemeinsam durchgeführt. Die sind praktisch jedes Jahr bei uns und wir brauchen Wochen vorher, um das alles vorzubereiten und hinterher, um das nachzubereiten. Die Netzwerke, die müssen gelebt, gepflegt werden, gemeinsame Fortbildung, Qualitätszirkel, das muss alles geplant werden und natürlich auch die jährlichen Überprüfungen der OncoZert, des Audits des Brustzentrums, da müssen wir natürlich auch das planen und koordinieren. Wir unterziehen uns selbst dieser Qualitätskontrolle und es ist ein bisschen wie in der Schule, wenn man weiß, dass geprüft wird, strengt man sich mehr an.